Ja, hallo und willkommen zur 41. Folge der Let's Play-Serie. Wir haben letzte Folge hier den großen Umzug hinter uns gebracht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Kupfer haben wir gerade irgendwie, sehe ich gerade, nicht so viel. Wir werden das Kupfer auch gleich intensiv nutzen. Insofern würde ich mal gerade hier die zweite Kupferlinie im Moment aktivieren wollen. Und die Aufgabe für diese Folge ist vor allem, die Elektronikproduktion anzuwerfen. Oder nein, nicht ganz, Elektronik 2. Das ist ja hier doch speziell. Keine Ahnung, warum das im Spiel so ist. Wir haben eine einzige Forschung, glaube ich, in diesem ganzen Baum. Weil ich habe jetzt hier hinten nicht alle durchgeklickt. Vielleicht kommt das ja nochmal. Wir brauchen eine Produktion von Elektronik 2 Teilen, um hier forschen zu können. Und jetzt haben wir hier durchaus so ein klein wenig hier im oberen Teil, durften wir noch weitermachen, aber gut, das ist das letzte hier. Das habe ich irgendwie auch nur eingenommen, weil was anderes Vernünftiges ging nicht hier, Wärmespeicher oder Wasserstoffzelle, das werde ich wohl weglassen. Gut, vielleicht mache ich es irgendwann dann doch nochmal der Vollständigkeit halber, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Erfolg oder so. Egal, also wir brauchen Produktion, wir haben reichlich Zweierteile liegen, die hat unser Schiff auf der Welterkundung schon zusammengesammelt, aber das reicht nicht, wir müssen eine Produktion anwerfen für Elektronik 2. Und das werden wir tun. Das ist eine, naja, doch ein wenig komplexer, aber ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Trotzdem, wenn man das hier sieht, was brauchen wir? Wir brauchen Leiterplatten, Elektronik 1 und Polysilizium. Und Elektronik haben wir aber irgendwie sonst nichts. Also gehen wir das mal der Reihe nach an oder gucken uns das mal an. Polysilizium wird geschmolzenes Silizium und Wasserstoff brauchen. Und das geschmolzene Silizium, das geht dann über einen Lichtbogenofen. Da geht Sand rein, Kohle und ja, Graphit. Graphit haben wir also auch noch nicht. So, und wenn wir dann mal wieder rückwärts gehen, ich will nur gerade mal, was wir alles so brauchen. Die Leiterplatten, die sind vergleichsweise einfach Glas, Kunststoff, Kupfer und ja, da ist halt das Kupfer. Deshalb habe ich da gerade mal ein bisschen nachgelegt. Ich würde vielleicht mal für den Moment, oh, das Schiffsmodifikation, da hatten wir die Schiffsbutton da drin. Okay, jetzt gucke ich gerade mal, oh, der Bergbaukontroll und ihr seid fertig hier, Leute. Das ist aber klasse. Das habt ihr aber super gemacht. Okay, die waren noch mit beschäftigt, hier das Gebiet ein wenig zu begradigen. Naja, weißt du, könnt ihr hier. Oh, was habe ich denn hier? Wieso habe ich denn hier die 7? Guck mal her. Die Gebiete ja gerade noch anpassen. Mach mal hier. Okay, was soll's. Dann haben wir das da auch noch. Einige Bergbau. Ja gut, das ist jetzt egal. Ihr sollt das hier mal durchziehen. Also pass auf, wir werden dann brauchen noch wieder. Was sind das hier? Das ist hier der übliche. Mal Abstand, komm mal hier, so du hier, und immer die Teile momentan noch nicht herstellen können, wird das ja trotzdem auf jeden Fall so laufen. Hier rein, hier rein, und da kommt dann irgendwann die Elektronik und da können wir die Viererteile einbauen. Jo, das wäre mal so die Idee. Okay, also Graphit. Ja, Graphit haben wir schon vorbereitet, ein wenig zumindest. Ja. Und zwar hier haben wir eine Graphitproduktion schon angestöpselt. Da soll das Graphit denn rein. Aber wir haben noch das Problem, wir haben uns noch nicht gekümmert hier um das saure Wasser. Das muss man irgendwie noch rauskriegen hier aus dem System. Das könnte ich prinzipiell vielleicht in die anderen saure Wasserstripper, die wir hier haben, einfüllen. Andererseits muss ich sagen, nee, ich will es wohl doch nicht tun. Wenn das ganze System hier voll läuft, dann sind die unter Volllast. Wir werden einfach einen dazu machen. Tut ja nicht weh. Machen wir hier rein. Der ist dann für den Moment mal auf jeden Fall nicht ansatzweise ausgelastet, aber okay, was soll's. Hier gebaut, das ist ja hier auch wieder eine äußerst seltsame Konstruktion. Schnell entfernen, wenn ich das ordentlich gebaut hätte. So, nehme ich da in einer Höhe, dann hätte ich den hier auch gleich problemlos ranbekommen. Machen wir hier so.
Das ist der Teil. So, Wasser haben wir denn auch übrig? Das können wir direkt in das andere Wassersystem. Ah ja, das ist total einfach, weil wir hängen das einfach an das System mit dran. Ein bisschen Wasserdampf brauchen wir auch noch, aber das ist nicht sehr viel. Den können wir problemlos hier uns klauen. Das sollte gehen. Machen wir den auf eine Zweierrohrleitung und jo, so, und hier kommt denn das saure Wasser rein. Denn, ah ja, das ist nicht sehr viel. Ne? Wir haben hier 6. Das ist kaum der Rede wert. Aber immerhin. Na, wo gehen wir da? Da kommt das raus. Na, hier lang ist so. Irgendwie hier rüber würde ich irgendwie ganz gerne. Achso, gehst du doch da lang? Na, dann kann ich auch hier lang. Wenn du eh hier. Aber ich würde irgendwie eigentlich doch lieber hier. Wenn ich auf 3 gehe, komme ich hier irgendwas. Das ist ja schon abenteuerlich, was du da machst. Ich will aber, nee, an dem Kohlelager, das wird nicht passieren. Pass auf, wir machen das so. Hier rüber. Da ist der Fortschritt, das ist wieder. Naja, ist nicht wirklich ideal. Machen wir hier. Und dann muss ich irgendwo hier runter. Ne? Genau, ja. Pass auf, das ist doch gar nicht schlecht. Du gehst bis hier. Dann gehen wir hier auf Höhe 0 und dann kommen wir sehr schön hier unten runter. Ja. Also direkt da dran. Ach naja, ist egal. Schön. Hier unten muss niemand lang. Ist okay. Okay, gut. Sollte funktionieren. Da haben wir also unseren sauren Wasserstripper und den kannst du hier auch ran. Dann kriegen wir das Chlor. Jo, wunderbar. Tja, müssen wir mal sehen. Hier, Sohle geht da auch rein, die Chlorproduktion. Müssen wir mal sehen. So, er läuft wunderbar. Er bringt uns hier Graphit. Das ist schön. Da machen wir ein großes Lager und dann haben wir irgendwann da Graphit. Gut, kümmern wir uns erstmal hier weiter um diese Dinge. Das, ihr seid hier weiter am, das ist ja sehr schön hier. Warte, hier, das wollte ich gerade, kann ich die Produktion, doch kann ich, dass da keine Produktion aktiv ist. Das hätte ich ganz gerne. Weil bauen könnte ich es ansonsten ja doch schon. Naja, machen wir mal so bei. So, also, das war das mit dem Graphit. Jetzt haben wir ja gesehen, wir brauchen Leiterplatten und das läuft auch hier über die Produktion, hier über die Montagen. Jetzt will ich mal gucken, was ich hier noch an Montagen so hinkriege. Fünf. Du bist hier. Das wollen wir sehen. Also wir werden dann doch reichlich Elektronik 1 auch brauchen. Die läuft jetzt hier rein. Also ich würde vielleicht 6 von den Elektronik 1, das müsste dann eigentlich genügen. So, und hier Leiterplatten. Also haben wir die hier nicht schon drin irgendwo. Idealerweise haben wir die hier, ist die Leiterplatte. Das gibt 12 Leiterplatten und vom Verhältnis her werden wir Leiterplatten 1 zu 1 geht in die Elektronik rein. Ja, okay. Aber wir haben hier, kriegen hier 12 raus, habe ich gesehen. Naja, okay. Na gut, dann machen wir mal so, so, so. Und was wir hier brauchen, ist Glas, Kunststoff, Kupfer. Und aber so, Glas haben wir hier, Kupfer haben wir hier, Kunststoff, das mal hier. Tja, ist doch toll. So, du kriegst Kunststoff, das wird auch da drüben in der Nähe, wo wir gerade waren, hergestellt. Ihr seid schon wieder fertig. Also mal, das ist ja auch hier abenteuerlich mit euch. Okay, dann machen wir. Jetzt kriegst du aber ein ordentliches Gebiet hier. Pass auf, ihr macht mal hier. Hier. Tja. Wie weit geht denn das? Oh, es geht nicht so weit. Okay, das ist ein Albert. Und hier den. Jo. Und dann muss ich euch dann. Na, den
Bereich werde ich auch irgendwo hier angeben. Tja. Und hier haben wir noch so ein paar Reste. Kann ich das auch noch irgendwie mitnehmen? Ja. Guck mal. Super. Ist doch alles klasse. So. Das war sehr schön hier. Alles sauber planiert. Passt. Okay. Naja, das sieht doch auch so sehr schön aus. So, dann könnt ihr da weitermachen. Die Fehlermeldungen sind wieder etwas weniger geworden. So, wir haben hier Plaste. Oder naja, noch einmal kein Plaste, aber wir werden Plaste haben. Machen wir das mal so. Das dürfte am schwierigsten sein, das irgendwie in den Ebenen etwas anzuheben. Das mal so. Und die anderen beiden, die kann ich hier in Abstand von 1. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Dann gehst du um einen nach oben. Schon. Denn hier lang. Oh ja, doch, das sieht doch hervorragend aus. Denn füllen wir den hier. Und ja. Und ein da. Ne? Da und ein. Ich glaube, ich werde erstmal nur zwei von den Leiterplatten im Moment aktivieren, aber nur schon was in der Hinterhand zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. So, mit dem muss ich jetzt in Ebene 2. Schaffe ich über 3. Zwei sagte ich doch. So, und einmal hier rüber und dann und rein da und du hier hoch und du hier hoch und na, so weit so gut. Tja, das die Leiterplatten, warte mal, wofür brauche ich die denn so? Die sind eigentlich wirklich nur für die Elektronik 2 Produktion, denn brauche ich da kein großes Lager. Warte mal. Jetzt gleich hier der ganze Ton weg. Ich sehe gerade hier, das muss ich doch direkt mal Break reinhauen. Wir müssen die Zweierteile Produktion aktivieren. Warte. Du hier raus. Du hier aktiv und ja. Und jetzt würde ich hier auch ja, ja, jetzt könnt ihr mal so richtig loslegen hier, dann verbrauchen wir die Eimer. Sehr schön, naja, das ist ja hervorragend. Das ist gut. Okay, dann lutschen die da durch. Das hat ja sehr schön geklappt, sind wir ordentlich runtergekommen. Wir haben inzwischen auch ein paar Dreier gekriegt. Das ist ja klasse. Okay, so, also weiter im Text hier. Ja, wir müssen die Sachen weiter hier im Auge behalten. So, jetzt wollte ich gerade hier ein Lager einsetzen. So, dann nehmen wir durchaus mal eins von denen hier. Und dann können wir da vielleicht auch an diesem Wege noch ein bisschen was verbrauchen. Inkompatibler Anschluss. Ah, ja, hast du recht. Hast du recht? Naja, hast sowieso meistens recht. So, dann du hier hin, du hier hin. Und daran und daran. Okay. So, na dann machen wir mal den da rein und so. So, okay. Das sollte genügen. Dann kriegen wir die Leiterplatten. So, das ist mal Teil 1. So, und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben Leiterplatten. Du. Die Elektronik haben wir auch schon hier. Jetzt brauchen wir noch Polysilizium. Okay, dann würde ich sagen, habe ich zwar auch eine Blaupause gebaut, aber ich denke mal, das können wir mal schön zusammenklicken hier. Sollte nicht allzu schwierig sein. Müssen nur aufpassen, dass hier uns in der Zeit nichts wegrutscht, aber es sieht eigentlich alle. Sieht alles ganz ordentlich aus. Ja, okay, pass auf. Also, das können wir genauso aufbauen, wie wir das hier bei den anderen Teilen haben.
Also bei den Öfen, ja. So, also den Hochöfen, so, das würde ich damit sagen. So, wir machen das mal hier auch wieder so. Und das erstmal. Achso, Mensch, jetzt sehe ich das gerade hier. Ihr seid auch hier alle noch. Wo ist denn hier der Turm? Wird das eigentlich ja noch umswitchen? Ja, wobei, wir haben ja eigentlich ganz ordentlich Platz, aber nee, pass auf, das machen wir gerade mal noch. Ein Bergbau-Kontrollturm. Was bist du hier? Ich muss jetzt nämlich mal den Bereich. Ja, das hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen. Naja, okay, was soll's. So, du hier ran. Wir werden das hier mal gerade noch etwas anpassen. Und zwar hier ist ohnehin in dem linken Bereich, da ist kein, mach mal so, da ist keine Kohle hier, also ja, hier rechts ein bisschen, aber bis hier ist dann eigentlich keine mehr, so wie ich den gezogen habe. Da können wir mal planieren und dann kriegen wir ja noch ein bisschen Fläche, das kann nicht verkehrt sein. Und du hier, du brauchst hier nicht den ganzen Bereich, das ist albern. Und der Kohlelager ist hier sowieso voll. Du gibst mal einen ab. Und dann nehmen wir hier zwei dazu. So, wahrscheinlich kommt noch einer von der anderen Insel hier rüber geschlupft. Aber ja, ihr könnt das da mal angehen. Ich glaube aber, der Platz müsste reichen, den wir hier haben. Ich bin ganz schön weit. Das, naja, egal. Komm her. Wir werden das mal kurz hier drüben. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, also wir haben zwei Lichtbögenöfen und die brauchen dann eben Sand, Kohle, Graphit, wieder drei Teile und das kommt halt hier einer raus. So, und zwar geht er denn in den Siliziumreaktor und gucken, was wir hier haben. Wir kriegen hier 24 geschmolzenes Silizium, 12, also wir brauchen zwei von den Dingern. Jo, und wenn ich mir das so angucke, die hier nebeneinander ist doof. Warte mal. Wegen den Anschlüssen. Oh, die sind. Naja, das müsste gehen. Pass mal auf. So, wenn ich den hier so baue, das müsste doch gehen. Zwei müsste reichen. Platz dazwischen. So, die bauen wir hier so. Also, pass auf. Du hier ran. Du hier ran. Das ist der Teil. Das ist doch schon mal schön. So, und dann haben wir hier, wie üblich, das in unterster Ebene. Da kommt dann wieder unser Abgase raus. Dann kommen die hier raus und hier, das kennen wir schon, wie wir das bisher gebaut haben. Sand unten, Kohle und Graphit. Jo, also das wird, vor allem beim Sand ist sehr viel. Dann nehmen wir den hier. Wir haben Abstand 5. Müssen hier kommt die Schlacke, also müssen wir das von hier angehen. Und sollten zwei Breite von 2. Jo. Okay, dann hast du dann also hier den Sand. Dann kommt als nächstes die Kohle. Kohle ist 6, das ist einfach, da brauchen wir kein so großes. Dann geben wir hier einen nach oben und setzen den nächsten hier ran. Und dann du hier und du hier. Das ist eher so, denn na, die Schlacke werden wir nach oben machen. Die haben wir bisher immer oben gehabt. Also machen wir das jetzt auch wieder so. Aber wir brauchen ja noch Graphit. Graphit ist so ein Sieg. Wie ist denn das? Das ist 3, das ist ja noch weniger. Okay, da müssen wir also dann in Höhe 2. Dann gehst du hier lang. Ja. Ach so, das ist eher hier. Okay. So, und jetzt haben wir noch einen da, die Schlacke. Wie ist denn das? 18 mal 2 ist 36.
Ich glaube, wir werden nur zwei haben, aber wer weiß, vielleicht machen wir doch noch irgendwann einen daneben. Also, du in Höhe 3. Und wir nehmen die Richtung mal jetzt erstmal gleich. Mal sehen, ob wir da noch was ändern müssen. So, du hier und darauf und du von hier. Na. So, das ist der Teil. So, jetzt haben wir noch, was haben wir da an Rohren? Nee, wir haben wieder Wasserstoff, wir haben wieder zwei Rohre, ja, alles klar. Abgase, dann nehmen wir dichtes Muskelöl 2 und das wird dann na. Du kannst nach hier. Jogo, du wirst von hier rangeführt. Das Problem ist aber, der Wasserstoff kommt davor. Das heißt, wir müssen den hier um einen versetzen. Wasserstoff kann auf jeden Fall mal hier. Die Richtung sehen wir dann. Dann müssen wir den erstmal hier unten lang führen. Wieso bist du hier? Den in Höhe 1 gemacht? Ja, hat er. Warum denn das eigentlich? Schwachsinn. Höhe 0 ist wunderbar. Ja. Da gehen wir hier hin und da oben rein. Passt. So, Wasserstoff, was brauchst du hier? Du brauchst 3 Wasserstoff mal 3 mal 3 mal 4 ist 12. Also da kann man auf jeden Fall mit einem kleinen Rohr arbeiten. Ist es halt nur ein klein wenig schwierig, wenn ich die hier zusammensetze, ziehe in dem Bereich, da ist der andere Anschluss doof. Aber ist nicht so schlimm, bei Rohren sind wir flexibel, wir gehen in Höhe 2. Also, wir machen das ganze Ding in Höhe 2. Gehst du hier hin, hier hin, nicht da anschließen, du hier hin und dann bist du schon hier richtig dran. Gut, so, das heißt, wir sind hier wieder in Höhe 2. Den Anschluss hätte ich schon gerne. So, wieder ausmachen. Habe ich den hier rangekriegt? Ja, da habe ich es geschafft. Ja, okay. Die Richtung ist hier nicht richtig. Doch, ist richtig. Da ist genauso, wie es sein soll. Passt. Gut, dann haben wir ihn hier. Das kennen wir jetzt schon. Auf 2 und gehen bis hier und bis hier und dann können wir da ran. Und da ran. Ja. Sehr gut. Das ist der Wasserstoff. So, und fertig ist das Ding. Das war ja fast. Polysilizium. Was hast denn du hier? Flaches her. Gut, das ist, wie kommt denn da raus? 12 mal 4. Naja, das ist schon, aber gut, reicht trotzdem hier für den Teil. Naja, müssen wir mal sehen, wo wir das Lager da ansetzen. Okay, das ist mal der Teil. So, und naja, so habe ich mehr oder weniger jetzt dachte ich, ich ziehe das mal einmal durch. Ja, habe ich das hier zurechtgebaut und gut, das sollte dann grundsätzlich passen. Jetzt nehmen wir also hier, jetzt wollen wir mal gucken, wenn ich das hier runterziehe. Wie ich das jetzt hier am besten reinbaue. Das, da bin ich mir nämlich noch nicht hundertprozentig drüber im Klaren. Doch, ich will davor das Lager haben. Wir werden den hier reinsetzen. Und die Anschlüsse mehr oder weniger wie rechts die Montagen. Dann sollte es ganz gut passen. Hier haben wir ausreichend Durchgang. So, wunderbar. Wo, das ist dann Polysilizium. Das Polysilizium, das werden wir noch an anderer Stelle brauchen, irgendwann mal. Ja, ach gut, für Solarzellen, ob ich die in großen Stil mache, aber vor allem dann hier für die Silizium-Wafer. Ja, okay, also da braucht man ein Lager und zwar ein großes. Ja, das machen wir mal hier davor. Ha. Das ist schon so gedacht. Bei der Schablone habe ich die Dinger schon gesetzt.
So, du hier rein und du da rein. Das Lager und so fort, das ist falsch. Kaum macht man es da, da ist es dann wieder falsch. So, Polysilizium, alles klar. So, müssen wir mal gucken, wie wir das hier an der Stelle jetzt machen. Okay, hier habe ich die leicht verdreht, die Lager. Also wir kriegen hier, also große Lager braucht man nicht. Ich werde hier an der Stelle aufpassen, hier läuft unsere Produktion. Die Zweierteile läuft schön. Einerteile werden immer weniger, das ist gut. Das ist natürlich die Idee. Also Sand und Kohle. Und wir kriegen dann an der Stelle einen Elektrolyseur, der bringt uns 12 Wasserstoff. Den da. Ja, das ist doch gar nicht übel. Das kannst du denn einfach vielleicht auch mal. Sieht doch gar nicht schlecht aus. So, da muss man mal gucken, wie wir das rüberfliegen. Also wir müssen das natürlich ja keine gigantischen Abstände bauen. So komplex ist das nicht. Wir werden das so machen. Wir kriegen hier die Kohle. So, langsam. Wir haben den Sand. Sand haben wir ja eigentlich hier. Den können wir uns von hier holen, ja. Das wäre schon okay. Wir haben einige Sachen, die wir uns von hier holen können. Also Sand kommt von hier, Wasser kommt auch von hier und dann würde ich sogar auch die Schlacke hier zurückspielen. Ja, und die Abgase können wir auch hier mit einfüllen. Ja, das werden wir machen. Pass auf, dann brauche ich das. Das ist ein Vierer, da brauchen wir eine mittlere Rampe. Und das an der Stelle. So. Ein bisschen Abstand ist schon okay. Da unten muss eigentlich keiner. Achso, die kommen da durch. Nö, das mache ich sogar bis hier. Wenn ich dabei die Kohle zubaue, ist nicht so schlimm. So, mal angenommen so. Und dann fangen wir doch mal an. Er braucht. Was sonst kommt der Rede wert? Aber ich muss jetzt natürlich trotzdem bedenken. Dann komm du mal ran hier. Sperre ich dich ab. So, Wasser ist hier. Falsch. Da haben wir das Wasser. Dann machen wir mal gleich das Ding hier. Jo, da ist das Wasser. Das ist ja schon mal schön. Oh, das war schon garantiert nicht richtig. Weil am schwierigsten ist. Ah ja, das heißt schon schwierig. Wir haben den hier, den wir da runterholen müssen. Und mit dem Sand. Dann würde ich sagen, Sand machen wir auf die unterste Stelle. Einfach hier einmal schön drüber weg. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ein bisschen Abstand dafür die Rohre. Und dann würde ich sagen, der Sand. So, dann du hier hin. Guck mal, das ist doch hier. Oh. Das ist fast ideal, nur dass ich, hätte ich es mal, als ob ich es geahnt habe, als wir eben hier das Ding gebaut haben, die Blaupause, da hatte ich es umgekehrt. Und so, aber naja, gut, das ist natürlich kein Problem. So, denn Ebene 1 haben wir gesagt, Kohle, gleiches Problem. Aber das ist ja zum Glück einfach zu lösen hier. Ja. Dann kommt die Kohle. Denn ja, wir haben ja hier noch. Die konnte ich nur. Guck mal her, das sind ja die Falschen, das sind ja die Falschen. Ich habe gerade überlegt, wo ist denn jetzt hier mein Lager dafür? 2,31 haben wir im Moment. Hier gucke ich gerade auch immer nur ein wenig hin.
Und dann solltest du doch. War das Problem los? Wenn die Richtung stimmt. Oh Mann! Das ist es ja. Das ist alles mit verdrehten Richtungen. Das ist genau falsch. Und hätte ich das Ding gespiegelt, dann hätte es gepasst. Aber naja, ist egal. So, du kommst da dran. So, und dann ist logischerweise, wie das natürlich so ist. Ja, das war gerade gespiegelt. So, da kommt unsere Schlacke raus. Schlacke kriegt ein Zweier. Ich habe den Sack ein großes Vorderband genommen. Ja, der ist unten auch groß. Habe ich völlig richtig gemacht. Und Schlacke kriegt auch ein großes Vorderband. So. Und naja. Das R. Ich wollte gerade sagen, irgendwo war es ein bisschen seltsam. Gut, aber kein Problem. Nee. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt aber. Jetzt da, wo wir hinwollen. Und jetzt kommen wir hier auch durch. Und die Schlacke kann direkt ein hier. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier noch den Platz offen für den Schornstein, wo der Sauerstoff übrig ist. Und dann haben wir den Wasserstoff, der kommt hier rein und hier kommen die Abgase raus. Und die Abgase haben wir dafür ein mittleres Rohr. Das stimmt. Das war genau die Idee. Ich wollte hier lang. Ich wollte die Abgase hier einfüllen. Und hier das Wasser. Und hier. So, haben wir alles. Fertig. Achso, naja, fast. Wasserstoff. Wasserstoff noch, aber okay. Das ist ja dann das einfachste Problem. Okay. Passt. Na, ist doch sehr schön. Gut, wir holen uns von hier. Also, Graphit. Wir holen uns hier Kohle. Ich meine, die Kohle haben wir hier auch irgendwo, aber das war mir jetzt hier, da wollte ich dich auch noch ein Vorderband durchlegen. Das ist nicht weit. Kriege ich die irgendwo hier vernünftig rüber, die Kohle? Ja. Bei vernünftiges anders. Wahrscheinlich würde das schon gehen, aber naja, mal so. Dann kann ich die Kohle direkt da rein. Ich denke, ich sollte das doch machen. Das war eigentlich nicht so geplant, aber klar, warum nicht? Eine Lieferung weniger, denn mach mal, aber da brauchen wir hier nicht. Das ist dann albern. So. Naja, so schlimm ist es aber auch nicht. Der geht hier unten lang. Dann geht er hier hoch. Nö, eigentlich ist das ganz ordentlich. Okay, na gut. So, das ist mal dieser Teil. Damit haben wir unser Polysilizium. Naja, der Rest ist dann vergleichsweise einfach. Weil, naja, das müssen wir denn hier wieder schauen, wie wir das hier reinkriegen. Nein, nicht Elektronik 1. Wir wollen jetzt hier Elektronik 2.
Wir brauchen eben hier noch die Leiterplatten von hier und den von hier. So, da muss man mal sehen. Tja, im Moment würde ich sagen, kommen wir vielleicht mit Vieren davon hin. Das sollte genügen. Also, wo die Silizium, wir gehen hier wieder. 1, 5. Na, das ist ganz schön eng. Mich aber drüber, naja, deswegen muss ich es nicht übertreiben. Ah, verschenken will ich den Platz auch nicht unbedingt, aber so sollte es ja doch wieder so 6. Ich wollte eigentlich einen 7er haben. Hm. Ich krieg schon noch hin. Irgendwann kriege ich es hin. So, also pass auf. Du hier und hier. Und dann nehmen wir da den rechten. Und da den rechten. So. Dann stellt sich die Frage, ja. Und hier würde ich denn schon hoch her, das hier. Ja, jemand durch kann, das ist vielleicht nicht verkehrt, um hier das Ding auszuräumen, ja. Gut, das heißt, dann machen wir das doch. Du bist in dieser Ebene und dann gehst du erstmal hier auf 2 rauf. So. So. Ha. Das ist natürlich wieder ungünstig. Hm. Wie möchte ich das denn? Den hier und da. Na ja, gut, das könnte gehen. Also pass auf, dann machen wir das so. Du darfst hier in Höhe 2 bis hier hinten. Und dann rein hier. Tja. Ja, das ist mir doch hier zu gefährlich. Das habe ich gerade nicht sehr gut gemacht. Mal hier, du bist hier und so. 2 und dann da rein und hier und dann da rein. Na. Hör mir doch einfach zu und dann mach das. So, das ist dieser Teil. So, jetzt brauchen wir noch die Leiterplatten. Na, Höhe 3 muss nicht sein. Gehen wir erstmal hier hin. Gehen wir bis hier rüber durch. Tja. Dann kann da jemand runter lang. Und dann. Wunderbar. Und hier gucke ich mal. Ja, sieht aber gut aus. Der sucht sich direkt das Richtige aus. So, hervorragend. Und lässt sich noch nach hier erweitern. So, das ist auch sehr schön. Auch mal da auch noch wieder ein großes Lager. Und das können wir direkt so haben. Hierhin, du dahin. Natürlich, ganz kurz vor Ende muss er mir doch noch wieder abrutschen. Selbstverständlich. So, du bist aber Elektro. Und dann Elektronik 2. Jo, na. Wunderbar, sowas. Bergkontrolle mit keine verfügbaren Gebiete. Welche bist denn du hier? Oh. Die Kohle ist ja der Hammer. Wie lange ist denn das schon? So ein Käse. Naja, egal. Pass auf. Du solltest sowieso hier. Dann können wir jetzt hier mal die ganzen Gebiete frei buddeln. Also. Die wesentliche Idee ist natürlich. Jetzt können wir hier alles
alles einfach abbauen. Das ist gar kein... Oh, das haben wir, naja, was das hier brauchen. Weil wir müssen keine Rücksicht mehr nehmen, dass hier oben irgendwas kaputt geht. Das wird nicht passieren, weil da ist nichts mehr. Oh, ist ja wirklich schon fast nichts mehr, außer die Kohledinger. Ist ja krass. Okay. Kraftstofftankverbesserung. Inzwischen auch erforscht. Auch das hier. Das kann man nirgendwo eintragen. Wir haben es einfach erforscht. Sehe ich gerade. Okay. Na gut. Dann. Jetzt lass uns mal hier so. Wir haben das da eingestellt. Wir haben mich gerade abgelenkt hier wegen der Elektronikproduktion. Das ist ja eigentlich das, was wir hier wollen. Haben wir denn jetzt hier alles? Wir kriegen hier den Graphit. Wir haben hier diesen Teil. Das müsste hier eigentlich auch alles ganz ordentlich gehen. Die Leiterplatten, die sind hier schon hervorragend drin. Ja, na gut, denn würde ich sagen, dann mach mal hier. So. Wir bräuchten eigentlich erstmal eine Linie auf. Eine Linie sollte genügen. So, das Lager. Wir haben hier immer noch so viel. Oh, wir müssen die Eimer anwerfen. Na gut. Also, den Stopp. Mal das hier in Ruhe. Sind inzwischen. Was? Naja, ich habe ja alles dafür getan, dass genau das passiert. Und selbstverständlich passiert es dann auch. So, dann komm raus hier aus diesen Dingen. Das können wir prinzipiell hier so lassen. Dann komm hier. Dop, 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 dop. So, und dann brauchen wir mindestens auch jetzt hier. Diesen hier, na, das wird noch eng hier. Wobei, was haben wir denn an Beton? Na, es ist nicht so viel. Wir können durchaus die Betonproduktion anwerfen. Na, wir haben den Beton auch hier und da benutzt. Wir hatten ja eigentlich über 1k mal, aber der durfte dann hier in die eine oder andere, in das ein oder andere Item reingegangen sein. So, ihr könnt hier produzieren. Lasst mal gucken, ob das alles läuft, wie es das soll. Graphit ist noch keins da. Deshalb passiert hier noch nicht so viel. Der Rest sieht aber ganz gut aus. Sand kommt. Er hat Sand. Kohle läuft auch gerade zu. Graphit werden die LKWs ranschaufeln. Naja, und dann haben wir es ja. Ja, okay. Es ist ja wunderbar. So, die Leiterplatten laufen. Hier fehlt noch das Polysilizium. Es fehlt halt Graphit. Ja, fehlt Graphit, Graphit. Den Rest haben wir. Ich meine, hier braucht man den, dass er hier rankommt und das wegholen kann. Genau genommen bräuchte man den Durchgang hier denn auch nicht zwingend. Da passt ohnehin nichts mehr hin, aber einen könnten wir hier denn irgendwann, wenn es denn nötig ist, mal noch rantun. Ich würde denken, hier die Elektronik, im Moment haben wir ordentlich. Das Lager ist voll. Das werde ich jetzt auch erstmal noch nicht hochfahren. Den werden wir mal auf 2 machen, falls hier mehr reinkommt. Mal jemand gerade fit bringen. Ich meine, wir sind inzwischen wieder stabil hier, ne? Das ist durchaus ja schon mal gar nicht so übel. Mal hier überall die Richtung soweit. Das ist der Wasserstoff. Der, na gut, hat ja gesehen, der ist da. Da kommt Graphit. Ja, sicher. So, und auch gleich so viel. Das ist ja, ihr seid ja fleißig, Leute. Das ist ja super. Ja, machen wir große Lager. Alles so wie hätten wir Einigkeit. Ja, der läuft hier. Ja, Mann, das ist hübsch. Ich muss sagen, also gerade hier die Produktion, das ist schon schick. Echt, echt toll gemacht. Also, und guck mal hier, wie das Polysilizium da reinbröckelt. Das ist einfach nett gemacht. So. Gut, jetzt bröckelt das da raus. Sehr schön. Und dann gibt es die Elektronik und dann haben wir hier die Teile drin. Gut, die müssen wir denn da einfüllen? Dann machen wir mal hier wieder eine Fahrzeugrampe. Und
Aber wir haben hier, da ist die andere Fahrzeugfarmbär. Gut, dann komm her. Denn das ist zwar irgendwie erstmal noch nicht das Allerwichtigste hier. Trotzdem ist die Idee hier natürlich hier, dort und dort. Sagen wir mal irgendwie bis hier. Und dann Höhe 1. Und dann schlüpfen wir gleich mal nach hier. Was wird denn hier? Nee, ach, der will das da anschließen. Hör doch auf. So jetzt einfach hier. Ach! ja. Okay. Ich sehe es ein. Warte mal. Machen wir erstmal bis hier. Da sind die mechanischen Teile noch. Das Ding kommt natürlich weg. Was haben wir? Mechanische Teile? 301. Ja, gut, dann kann ich das hier abbauen. Habe ich mich gerade gewundert, wenn mir das alles so schön überlegt. Und dann machst du hier so eine Sache mit mir. So, das geht auch hier hervorragend. Du kannst sogar hier in den da rein. Ja, genau. So. Nee, war schon richtig. Du musst hier und dann sollst du da hoch. Also erstmal bis hier. Die sind alle hier in Höhe 1 und das machst auch du. Ah, da ist unsere Elektronik. Das ist die für die Elektronik, für die Elektronik 2, für die Wartung. Das ist die für die Forschung. Und hier haben wir dann natürlich für die Konstruktionsteile. So, inzwischen sollten wir doch jetzt hier die Forschung. Ja, okay, auf geht's. Los geht's mit der Forschung. Jetzt können wir. Wunderbar. Okay, also, die Sache ist hier auch vorbereitet. Jetzt habe ich vielleicht hätte ich lieber die Forschung schon mal starten sollen. Gut, also halt zu weit. Er war da noch nicht gewesen sein. Wie ist denn das hier eigentlich? Ich müsste hier schon den noch hochziehen. Und ja, achso, doch hier, ja, das ist okay. Denn der geht ja hier komplett rein. Genau, Teile gehen hoch. Haben wir hier auch gerade mal etwas mehr, dann kommen wir hier etwas besser durch. Also, das heißt im Moment, das wird alles in die Vierer gehen. Dann haben wir hier 3. Das ist natürlich nicht so doll. Aber gut, vielleicht verdoppel ich den. Man muss mal sehen. So, der macht hier 6 von denen und dann würde ich hier mehr Montage nehmen. So, der macht dann 6 von denen. Jo. Denn eins, zwei und drei. Jo. Noch hier. Oh, das ist hier. Naja. Naja, nehmen wir den. Was soll's? Ja, wird's hier nicht werden. Das müssen wir hier nochmal umbauen, aber das kriegen wir hin. Ist wahrscheinlich kein Problem. Jetzt sind wir hier ebenerdig. Da kann der von hier und da, das würde auch gehen. So, dann haben wir ja noch mehr Zweierteile. Jo, du baust uns einer. Zwei, eins, drei. Gut. Naja, langsam kommt das doch hier alles zu einem vernünftigen Ergebnis. Jetzt sind wir gerade hier mit der Wartung. Das hatte ich hier angefangen. Das könnte ich vielleicht gerade mal noch machen. Wir wollen hier einfüllen Elektronik. Da brauchen wir jetzt einen flachen Aufzug.
Aber genau. Okay. Ja. Und zwar in Höhe 1, ja. Okay. Dann reich mal rüber. Einmal. Und da kommen die mechanischen Teile. Das ist dann für die neue Wartung. Ja. So, ich sehe. Du hier. Du hier. Ich habe hier einen Spiel gemacht. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist recht. Mal hier anschließen und dann hier und hier. So, dann haben wir da die Wartung 2. Und irgendwann kriegen wir hier noch eine neue, die Elektronik 3, die werden wir auch hier einführen. Die geht dann da zur Forschung und die wird dann hier zu der Dreierwartung gehen. Soweit die Idee. Aber soweit sind wir noch nicht. So, tja, den Rest Hammer, ne? Das ist ordentlich. Die Elektronik könnte ich hier schon rüberziehen, aber gut, das bringt im Moment auch noch nicht so viel, weil solange wir den hier nicht erforscht haben, ist das albern. Wie sieht es denn aus? Wir stellen jetzt hier insgesamt, naja, Dreierteile reichlich. Alles, was wir an Zweier produzieren, geht hier in die Dreier und die 6. Das heißt, wir haben einen Überschuss von 6 Zweierteilen und wir haben einen Überschuss von 6 Einerteilen. Das ist die grundsätzliche Idee. Okay, sehr schön. Elektronik. Ja, warte mal. Moment. Da haben wir doch hier einige Elektronik noch rumliegen. Mit Sicherheit. Und zwar hier. Dort. Alles voll damit. Pass auf, die kann man jetzt abbauen hier. Schaufelt das Zeug darüber. Jo. Passt. Haushaltswaren, naja, das sieht gut aus, das haben wir ordentlich gemacht. Hier passt das auch. Hier sind sie am Buddeln und guck mal, das sieht auch schon klasse aus. Dann haben wir das hier alles weg. Das ist ja sehr schön. Das mit dem Sand hat auch funktioniert hier. Und hier sind sie auch fleißig am Graben. Naja, weiß ich auch nicht, muss man mal sehen, wie sieht es denn hier so aus. Darf's gerne mal noch. Weiter und ihr seid hier soweit durch. Hier ist alles fertig. Naja, fast eine Ecke war da vorne noch. Können wir auch noch ein bisschen verlängern, dass ihr ordentlich Verkippungsgebiet habt. Allzu viel läuft inzwischen. Na, mit dem Sand habe ich mir mal Sorgen gemacht hier, ne? Aber wir brauchen jetzt kaum noch. Oh, guck mal, doch ein bisschen ist ja noch. Wir brauchen gar nicht mehr so sehr viel. Nein, das ist ja nur noch hier für die Insel hier. Und der Sand ist, wo wir eben gerade waren, hier, da geht der Sand rein. Ansonsten müsst ihr für nichts mehr hier euer Sand verteilen. Der ist hier zugewiesen und hier sollte eigentlich auch sonst nichts passieren. Ja, okay, alles klar. Ist das hier eigentlich alles ordentlich? Dann war doch auch mal. Und dann bei 2-2, ja, das sieht auch gut aus. Was haben wir denn so an Kohleimport? Oh, Eisen, Leute, warum sagt mir keiner? Gut, das ging jetzt schnell. So sehr, wie wir da durchgepowert sind hier. Das ist nicht erstaunlich. Habe ich das Eisen vergessen zu aktivieren? Na gut, okay. Das ist mal gut, dann kann man jetzt sowieso hier, wir werden das brauchen. Zweite Eisenlinie auch aktivieren. Das wird jetzt etwas dauern, bis das Eisen da vorne ist. Mist! Doch wieder was vergessen. Ärger. Aber okay, so ist es mal. Wie sieht es denn bei Stahl aus? Den muss ich auch aufpassen, weil das wird auf Dauer zu wenig sein hier. Die mechanischen Teile, da müssen wir auch gucken. Das dürfte auch mit diesen Vieren zu wenig sein. Da wollte ich gerade auf der anderen Insel gucken, ob da noch irgendwelche Teile lagerten. Die dürften alle weg sein. Das hatte ich ja deshalb mal den ja hier auch abgebaut. Naja, gut, dann pass auf, dann werden wir hier direkt mal den nächsten aktivieren. Oh, da ist auch noch das Förderband.
Wir haben jetzt hier 12 mal 560, die hier reingehen. Können wir aber durchaus ein bisschen größer machen. Ne? Will ich das hier nicht? Ich dachte, ich habe. So weit, so gut. Naja, okay. Dann lass mal hier schauen. Elektronik. Der soll hier auch. Eigentlich hier durchaus noch darunter lang, ja, ja. So. Und die wird ja denn hier eingefüllt. Mhm. Na, mal sehen. Na, weil das können wir im Grunde ja schon bauen. Ja, guck mal hier. Ist dann auf 2. Hä? Stört mir jetzt hier. Ich bin auch gleich auf 2. Okay. Sehe ich ein. So, aber jetzt. Dann kannst du hier ran. Und kommst hier ran, ja. Und den zweiten haben wir daneben. Der wurde dann hier eingeblendet und der kriegt von hier die Elektronik 2. Und irgendwann kommt die Elektronik 3. Die müssen wir denn hier einfüllen. Damit aber das ist nicht weit. Ja, im Moment noch nicht relevant. Nun gut, die Forschung muss ja natürlich durchlaufen, das ist klar. Lachmann bemüht sich, ein Ziel zu finden. Wo wolltest du denn hin und kannst nicht? Zeig mal kurz. Habe ich irgendwo. Oh. Was willst du hier eigentlich? Oh, irgendwas fehlt hier noch. Der hat doch aber alles hier. Und trotzdem kommt hier nichts aufs Band. Doch, gut. Naja, gut, das war hier. Aus. So, er hat hier noch. Oh, es ist aber schon nicht mehr voll. Wahrscheinlich ist das denn auch schon fast ausgelaufen. Ja. Sowas wieder. Was wolltet ihr hier hinliefern? Das ist doch hier alles übers Band hier, Leute. Macht doch nicht so eine Sachen. So, Eisen kommt langsam, aber gut, das Band muss erstmal voll, aber das Eisen ist schon hier vorne angekommen. Wir sind wieder in der Teileproduktion. Das Lager wird sich füllen. Das ist schön. Die mechanischen Teile gehen auch wieder leicht hoch. Ich habe hier relativ viel, aber ich brauche halt auch relativ viel den Überblick, weil es ändert sich doch immer mal wieder was. So, hier müssen wir jetzt aufwachen. Jetzt kommen ja die Einerteile. Ja, das passt jetzt. Bin ich schon wieder mit tausend anderen Sachen. Hier hat mich um die Wartung gekümmert und die Forschung, wie sie denn in der Zukunft laufen soll. Und habe da hier die Gegenwart vergessen. So eine Schlamperei. Aber gut. Dann gucken wir nochmal, ob wir jetzt irgendwelche Reste haben. Ich habe so den Verdacht, mit der Kohle müssen wir uns was einfallen lassen hier. Wir werden hier noch ein paar Kohlelager haben. Also hier, oh, hier ist auch noch ein klein wenig Zement. Ja, der wird die Kohle nicht los und das Eisen desgleichen. Die Fahrzeugteile, die lasse ich hier stehen. Wenn ich die denn dereinst brauche, dann werden wir sehen, weil ansonsten landen die. Ich könnte sie eigentlich ja nur hier mit reinholen und das ist dann irgendwie doch auch Unsinn. Hat sich hier schon ein bisschen reduziert, zerkleinert das Kupfererz. Das werden wir nicht wirklich vernünftig loswerden. Das hier vielleicht schon Kohle, Kies. Nee, das ist auch albern, lohnt nicht. Die Schlacke, das wird gehen. Und hier müssen wir mal sehen mit den Teilen. Das auch Blödsinn. Ja, wir müssten hier mal mit dem Eisenerz. Ja, wir haben hier. Die sind zu fleißig, die Leute. Das ist ja alles voll. Da ist einfach nicht viel Platz. Wobei der ist hier durch den geblockt. Und bei Eisenerz, den können wir inzwischen wegnehmen. Naja, das hätte ich vielleicht schon machen sollen. Dann hätten. Jetzt müsste das auch gehen, dass Eisenerz geliefert wird. Ja, weil wir haben auf der anderen Insel keinen Eisenerzabbau mehr. Deshalb können die das gerne hier reinfüllen aus den Lagern. Ja, das gilt allerdings natürlich nicht für die Kohle. Nee, das gilt nicht. Die Kohle müssen wir irgendwie da drüben hinbekommen. Oh, aber ich habe eine Idee. Ach Mensch, das ist schon wieder ein Stündchen. Jetzt mache ich gerade mal noch. Wenn wir die Kohle hier mit einfüllen. Wir machen jetzt hier ein kleines Kohlelager hin. Ja.
besten hier das Vorderband und dann machen wir nicht so eng. Wir haben hier Platz. Förmiger Ausgleicher. Und dann haben wir hier Vorderband. Du gehst. Kannst du den da nicht irgendwie reinmachen? Das müsste doch eigentlich gehen. Moment. Irgendwie aus gleicher. Seltsam muss ich gehen. So, Kohle lag er hier ran, dann spüren wir den da. Okay, ich will ja nicht zu viel abreißen. Pass auf, hier machen wir Stopp. Kohlen. Was? Achso. Falsch rum. So, du hier rein, ja. Und du sollst den hier priorisieren. Und der geht dann hier wieder zurück. Der läuft dahin. Okay, wunderbar. So, jetzt sollten die eigentlich die Lager hier, also die, die da ihr Zeug hier abbauen müssen, also hier die diversen Kohlelager, dies hier und dies hier und dies hier und dies hier. Oh, guck mal, das Eisenlager, das hat schon funktioniert. Das haben sie abgerissen. Und die Kohlelager, die sollten die da jetzt nach und nach einfüllen. Und dann werden die da oben abgebaut. Jo, dann haben wir das an der Stelle auch. Feine Sache. Und auch die Kohle durfte denn da reinwandern können. Anfordern will ich hier nichts, aber die pushen das ja da rein. Und auch er hier müsste denn irgendwann die Kohle eigentlich rausbringen, weil er halt eingestellt ist, ja. Okay. Naja, wollen wir mal sehen, ob das klappt. So nach und nach. Okay, gut. Soweit denn an dieser Stelle. Das, was haben wir für Nebel? Man sieht ja kaum noch was. Guck mal gerade mal noch, wie das inzwischen zuletzt dann hier so gelaufen ist. Mit, was haben wir denn hier? Elektronik, ja, gut. Die machen das hier. Leiterplatten, Polysilizium läuft jetzt nicht so wahnsinnig viel rein. Na komm her, machen wir den hier fertig, was soll's. Die zwei, naja, haben nicht sehr viel verbraucht. Das wäre schon so nach und nach groß geworden, aber ist egal. Tut ja nicht weh. So, wie sieht denn das hier mit dem 1,8? Es geht langsam runter, ja. Die drei reichen nicht. Und auf der anderen Insel haben wir aber nichts mehr. Und wir haben auch nichts, also keine Elektronik 1 in der Werft. Außer ich habe sie gerade übersehen. Das kann gut sein. Nur was habe ich drauf? Gut, wir werden sehen. So, ihr bastelt hier weiter. Wie sieht es hier inzwischen aus? Die Einer- und Zweierteile sind inzwischen auch schön gestiegen. Das ist doch super. Waren ja mal unter 2K, jetzt sind wir wieder über 2K. So muss es sein. Und hier kommen auch nach und nach welche. Na gut, soll an dieser Stelle denn erstmal wieder genügen. Wir haben hier mit dem Zement, den holen wir momentan noch von der anderen Insel. Das sollten wir im Auge behalten. Irgendwo war da auch noch ein Bagger offen. Wir haben mal inzwischen hier jetzt einer. Wir werden einen zweiten brauchen. Dann hol du den mal ran hier. Weil das wird sonst nicht reichen mit dem Kalkstein. So, naja, das ist doch alles super. Und hier wollte ich eigentlich auch noch mal einen Durchgang machen. Ist da eigentlich denn auch mal ein Bagger hin? Ah. Weil das wird sich schon anbieten hier über so kleine Abkürzung hier rein. Also zum Beispiel so. Vielleicht hier irgendwie so. Da reicht ein kleiner Durchgang vollkommen aus. Und du hier. Ich habe noch keinen Bagger mehr übrig. Was macht ihr hier? Das sieht ordentlich aus. Die buddeln sich hier durch. Hier sind aber auch noch so viele. Boah, die hier. Pass auf. Mal hier vier. Die vier. Ja, ich würde gern diesen hier. Pass mal auf. Zuweisung aufheben. Eigentlich
wollte ich längst aufhören, aber wie das so ist, ne? So, jetzt könnt ihr hier mal buddeln. Okay, und hier haben wir noch unsere gebaute Blaupause. Okay, na gut, soweit würde ich sagen, denn an dieser Stelle sieht doch ganz ordentlich aus. Elektronik 2 läuft und dann werden wir mal gucken. Nächste Folge können wir dann sicher hier mit der Konstruktion loslegen und die nächsten Forschungslabore werden nicht lange auf sich warten lassen. Soweit dann zunächst mal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.